Heute geht es um Gold, Bitcoin und Tesla. Und wir haben ja gesehen, der Goldpreis ist wieder angestiegen. Die Relation zwischen Gold und Bitcoin ist so günstig für das gelbe Edelmetall wie seit Februar nicht mehr. Also Bitcoin unter Druck nach dem Tweet von Elon Musk. Und apropos Elon Musk, Tesla ist auch im Fokus dieses Videos. Und wir starten zunächst mal mit Tesla, bevor wir uns anschauen, diese Relation zwischen Gold und Bitcoin und was in welcher Situation vielleicht besser ist, wenn man sich entscheiden muss als Investor, naja, wo packe ich mein Geld perspektivisch nun mal rein? Schauen wir uns aber zunächst mal die Dinge um Tesla an. Gestern der Aktienkurs von Tesla wieder unter Druck gewesen und jetzt ist bekannt geworden durch die sogenannten 13K-Filings, also größere Investoren müssen in Quartalsabständen dann immer ihre Positionen offenlegen. Was habe ich eigentlich im Depot, zumindest die allermeisten Positionen. Auch die von Warren Buffett und Berkshire Hathaway sind da bekannt geworden. Aber Michael Burry, bekannt aus The Big Short, jedem genialen Buch und auch sehr guten Film über jene Burschen und Leute, die damals darauf gewettet haben, dass die Immobilienblase in den USA platzen wird, zunächst richtig hinten lagen mit ihren Trades, dann aber teilweise, wer das überlebt hat, wer diese Trades überlebt hat, dann richtig abgesahnt haben. So zum Beispiel Michael Burry. Und der ist jetzt mit Optionen offenkundig short auf Tesla und zwar im Volumen von 530 Millionen Dollar net slashed. Also da ist durchaus Volumen dahinter. Hier sehen wir unten in dieser Grafik von CNBC, die auch darüber berichtet, dass Tesla nicht so richtig gut ins Jahr gestartet ist. Wir sind zunächst bei 700, der Aktienkurs Anfang Januar, dann deutlich über 800 gestiegen. Jetzt sind wir doch ziemlich deutlich drunter, sind also im Bereich der 600er Marke. Also keine Katastrophe, aber irgendwie das Momentum ist so ein bisschen raus, wie eben für viele so ab 19. Februar das Momentum raus ist. All das, was Tech ist, was vor allem unprofitabel Tech ist. Und im Grunde ist Tesla ja unprofitabel, wenn es da nicht diese CO2-Zertifikate gäbe. Hier sehen wir mal den Revenue von diesen Regulatory Credits, also diese CO2-Zertifikate, die Tesla verkaufen kann an die traditionelle Autoindustrie. Faktisch eine Subvention von Bundesstaaten oder auch von Staaten eben für Tesla, die mit ihren Autoverkäufen keine Gewinne machen, sondern nur durch diese Credits, die man hier bekommt seitens der Politik. Und genau das hat Michael Burry in den Vordergrund gestellt. Der hat gesagt, ja, es ist offenkundig ein Unternehmen, das aus sich selbst heraus kein Geld verdient. Und irgendwann werden diese Credits eben weniger, diese CO2-Zertifikate weniger. Beispiel Volkswagen, die produzieren prozentual von ihrem Portfolio immer mehr Elektrofahrzeuge. Das bedeutet, dass ihre CO2-Bilanz besser wird, wenn man mal außer Acht lässt, dass die CO2-Bilanz bei der Herstellung einer Batterie auch nicht so toll ist. Aber das wird da alles nicht mitgezählt. Dementsprechend wird das perspektivisch weniger für Tesla. Und das, so Michael Burry, ist der Angriffspunkt für diese Short-Position. Quoth the Raven hier an Twitter. Account hat darauf hingewiesen, was für eine große Position das ist. Das umfasst um und bei 40% des gesamten Portfolios von Michael Burry, also fast die Hälfte dessen, was er im Depot hat, ist jetzt auf Short Tesla gestellt, nicht unerheblich. Und er liegt schon durchaus vorne. Die Shortseller, die ja so lange gelitten haben unter dem Anstieg der Tesla-Aktie, die teilweise Haus und Hof verloren haben, die haben alleine gestern 400 Milliarden Dollar gewonnen durch den Fall der Tesla-Aktie und liegen jetzt durchaus sportlich schon vorne. Vor allem, wer zum richtigen Zeitpunkt hier auf einen Short von Tesla gesetzt hat. Und vielleicht ist eben die Frage des Zeitpunkts hier relevant. Hier sehen wir mal einen Vergleich zwischen Cisco aus der Dotcom-Blase und Tesla heute. Cisco gibt es immer noch, keine Frage. Aber wir sehen, dass damals auch der Kurs ganz ähnliche Muster gezeigt hat wie heute Tesla. Vielleicht steht Tesla ein ähnlicher Verlauf auch bevor, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Tesla diese Dominanz bekommt in diesem ganzen Sektor, der von den Märkten eingepreist ist schon längst. Da kann eigentlich nur manches schief gehen. Alles Gute ist ja irgendwie schon drin bei einer Marktkapitalisierung von Tesla, die ja größer ist als die aller anderen Autokonzerne zusammen. Da muss schon alles irgendwie passen. Und weil der Tesla-Kurs ein bisschen gefallen ist, hat der Elon Musk vielleicht jetzt etwas schlechtere Laune, denn er ist nicht länger
der zweitreichste Mann der Welt. Seine Vergütung ist ja vorwiegend an den Aktienkurs gekoppelt. Und wenn der nach unten geht, dann kriegt man das zu spüren als Elon Musk. Dann ist man weniger reich auf dem Papier. Jetzt also auch in der Tabelle der Reichen ist er ein bisschen zurückgefallen. Und jetzt ist die Frage, Elon Musk ist ja einer der Highflyer, die mit dieser Liquiditätsflut nach oben gespült wurden. Eine andere ist meine sehr gute Freundin Cathy Wood und ihren ARK-Produkten. Da gibt es auch noch Chamit Palihapitiya oder so ähnlich, kann ich nicht genau aussprechen, wahrscheinlich indonesischer Herkunft. Der Mann, der auch ein ähnlicher Highflyer ist mit seinen Investments, ich glaube auch in Krypto. Jedenfalls haben wir ja so ein positives Feedback, eine positive Feedback-Loop gesehen, also praktisch so eine Schleife, die sich positiv wiederholt hat. Die Märkte sind gestiegen, vor allem solche Aktien wie Tesla oder die Produkte von Cathy Wood, diese unprofitablen Tech-Unternehmen mit ganz großartiger Zukunft, eher bescheidener Vergangenheit, aber alles guckt ja auf die Zukunft oder bescheidener Gegenwart, genauer gesagt. Und jetzt ist eben die Frage, kann jetzt diese positive Loop, dieses Feedback-Loop, dass diese Menschen und diese Unternehmen nach oben gespült hat, jetzt auch sozusagen eine Negativdynamik erreichen. Und wir sehen, dass ETF-Manager jetzt bei Cathy Wood aus ihren ARK Investment Management $1 Milliarde innerhalb einer Woche abgezogen haben. Und das bringt sie natürlich unter Druck, die liebe Cathy Wood, denn wenn da Gelder rausfließen, dann muss man teilweise Positionen liquidieren. Ist schlichtweg weniger Geld vorhanden, dann muss vielleicht auch mal die eine oder andere Position geschlossen werden. Dementsprechend hat Cathy Wood offenkundig versucht, ihren eigenen Kurs zu stützen, indem sie eigene ETFs gekauft hat und dafür vor allem Apple verkauft hat, auch andere Aktien, aber vor allem Apple verkauft hat, wie jetzt auch aus diesen 13F-Filings bekannt geworden ist. Insgesamt sehen wir bei Tech, dass gestern ja schwächer gewesen ist, sich dann aber mit dem Gesamtmarkt etwas erholen konnte. Nach wie vor sehr, sehr große Short-Position bei Hedgefonds. Die wetten drauf, dass jetzt diese Value-Geschichte wieder kommt. Und normalerweise haben wir da so Wellen. Mal läuft der Tech gut einige Jahre, dann läuft Value gut auch einige Jahre. Und möglicherweise ist die Outperformance, die Dominanz von Tech erstmal vorbei. Warum? Weil wir jetzt in einem inflationären Umfeld leben. Davor haben wir in einem tendenziell deflationären Umfeld gelebt. Und da läuft der Tech eben besser, weil da noch Wachstum ist, während woanders kaum Wachstum ist. Jetzt ist sozusagen Wachstum überall der Fall. Da brauche ich kein Tech mehr. Das ist die Logik dahinter. Jetzt also hier diese extreme Short-Positionierung teilweise von Hedgefonds. Nicht nur Michael Burry jetzt in Tesla, sondern Hedgefonds sind der Short in Tech. Dadurch kann es natürlich immer wieder Short-Squeezes geben und dynamische Erholungen. Das ist gar keine Frage. Aber möglicherweise ist eben übergeordnet die Zeit für Tech jetzt abgelaufen. Vielleicht kommt jetzt aber die Zeit für Gold. Und das ist ein interessanter Punkt, denn wir sehen, dass die Realrenditen ja weiter fallen. Wir sehen hier die 10-Year Real Yield, also die praktisch die Rendite der US-10-jährigen Staatsanleihe, so im Bereich von 1,6%, während die Inflation ja ein bisschen höher ist, über 4%, wie wir wissen. Dementsprechend ist die reale Rendite jetzt immer negativer geworden und Gold folgt immer der realen Rendite, also dem Realzins. Das kann man wirklich ziemlich genau sehen. Je negativer der Realzins, desto besser für Gold. Und unten sehen wir diese Relation Gold zu Bitcoin. War ja permanent unter Druck in letzter Zeit, jetzt aber möglicherweise eine Bodenbildung. Und je höher Inflation, je negativer die Realzinsen sind, umso besser für Gold. Ist das gut für Bitcoin? Wollen wir uns gleich mal anschauen. Jedenfalls sehen wir hier diese relative Outperformance in den letzten Tagen und Wochen von Gold in Relation zu Bitcoin. Bitcoin ja unter Druck gekommen durch die Aussagen von Elon Musk, dass Bitcoin so energieverbrauchend sei. Hier sehen wir also, dass da jetzt sich etwas tut. Gold kann hier besser performen. Und hier sehen wir eben mal diese Effective Federal Funds Rate, also praktisch Leitzinsen minus Inflation. Und dann sind wir bei minus 4,1%, das ist ein gutes Umfeld für Gold. Das ist sozusagen das, was die Goldbullen lange vermisst haben, die ja gelitten haben, als die Inflation nach oben gegangen ist. Aber Gold ist nicht so wirklich mitgestiegen. Alle Rohstoffe sind gestiegen, nur Gold ist gefühlt nicht gestiegen. Und damals dementsprechend war die Laune da bescheiden, aber jetzt ist die Laune besser geworden bei den Goldbullen. Jetzt ist die Frage,
Wird das dauerhaft sein? Hier sehen wir mal, dass Gold aus diesem Abwärtstrend jetzt ausgebrochen ist mit dem Bruch bei 1840 etwa. Jetzt aktuell sind wir so im Bereich 1870. Also da könnte jetzt durchaus ein Angriff in Richtung 2000 wieder laufen. Sieht charttechnisch ganz gut aus. Warum? Weil eben die Realzinsen negativ werden. Jetzt müssten die Anleiherenditen massiv steigen, um diese negativen Realzinsen wieder ein bisschen zurückzudrehen. Aber das zeichnet sich derzeit nicht ab. Da scheint irgendwie der Deckel drauf bei diesen Renditen zu sein. Auch bei der 10-jährigen US-Staatsanleihenrendite, während die Inflation eben durch die Decke schießt und wahrscheinlich nächsten Monat die Zahl noch krasser wird im Vergleich zum Vorjahresmonat. Also da ist kurzfristig zumindest eine sehr, sehr gute Perspektive für Gold. Und wir sehen hier die Inflationserwartungen. Einmal oben die Grafik, die Inflationserwartung der Verbraucherstimmung Uni Michigan, wo also die Leute gefragt werden, ja, wie schätzt du die Lage ein, wie siehst du die Inflation? Die Erwartung einer Inflation ist massiv gestiegen und das gilt auch für die Unternehmen. Unten hier diese Grafik, die erwarten auch alle Inflation und die Erwartung von Inflation führt zu Fakten, denn die Leute positionieren sich dementsprechend, die sagen sich, ja, okay, kaufe ich lieber jetzt als eben später. Dadurch wird die Wirtschaft immer heißer, dadurch wird das Ganze sozusagen als Spirale noch weiter nach oben gedreht. Jetzt kommen wir mal zu den Kryptowährungen. Hier sehen wir ab dem Jahr 21, also ab diesem Jahr Marktkapitalisierung, dann waren wir zu Anfang des Jahres so bei 600 Milliarden, 700 Milliarden, sind dann über die 1 Billion gestiegen. Hier dunkelblau ist Bitcoin, hellblau ist Ether oder Ethereum. Die anderen spielen kaum eine Rolle. Wir sind dann fast bei 2 Billionen gewesen. Seitdem geht es ein bisschen nach unten. Hier mal die andere Hälfte der Grafik. So ging es nach oben. Wir waren lange Zeit noch in 2020, waren es ein paar hundert Milliarden, 200, 300 Milliarden. Ziemlich lächerlich, ziemlich vernachlässigenswert. Aber dann dieser steile Anstieg. Jetzt ist die Frage, woher kam dieser Anstieg? Ist das, weil die Märkte praktisch antizipieren, dass da Inflation kommt? Ist das ein Hedge gegen Inflation? Gute Frage. Hier ein Artikel aus der Financial Times, der sagt, nee, nicht sehr wahrscheinlich, denn die Kryptos sind ja sehr, sehr gut gelaufen in den letzten Jahren oder sind jetzt zuletzt sehr gut gelaufen, während die Inflation Assets in den letzten Jahren underperformed haben. Also alles, was von Inflation profitiert, eben Value-Aktien, die sind schlecht gelaufen. Vor allem dann in der Corona-Krise, aber auch schon die Jahre davor. Normalerweise profitiert Value eben von Inflation. Krypto auch? Nein, Krypto ist besonders gut gelaufen, als eben von Inflation noch nicht viel zu sehen war. Also es ist nicht wirklich ein Hedge gegen Inflation. Gegen was dann? Es ist vielleicht ein Misstrauensvotum gegen Fiat-Geld, ja, okay. Aber es ist gleichzeitig eben auch Ausdruck dieser immensen Ausweitung des Fiat-Geldes, denn es gibt ja inzwischen so viele Kryptowährungen, wo so viel Fiat-Geld eben reinfließt. Also wir sehen sozusagen eine Inflationierung auch der Kryptowährungen, die teilweise anders als Bitcoin eben nicht begrenzt sind, sondern teilweise beliebig oder in bestimmten Abständen erweiterbar sind, also nicht sozusagen endlich sind, nicht irgendwo eine begrenzte Menge haben, sondern wir sehen, dass vor allem immer neue Kryptowährungen entstehen. Jetzt gibt es eine, die speziell sich gegen Elon Musk richtet und mit F anfängt, F... Elon Musk. Also auch hier eine wunderbare neue Kryptowährung. Jetzt eben die Situation, wenn wir uns mal anschauen, Bitcoin im Vergleich zum S&P 500, dann sehen wir, das läuft relativ kongruent. Also sehen wir, dass vor allem Bitcoin eigentlich ein Ausdruck oder der Höhenflug von Bitcoin eigentlich ein Ausdruck der Liquiditätsflut war, die letztendlich alle Boote nach oben gehoben hat, vor allem die Aktienmärkte, aber auch die Immobilienmärkte, Rohstoffe, Lumber etc. Hier sehen wir, dass Bitcoin und S&P relativ parallel laufen, wie Sven Henrik hier in einem 60-Minuten-Chart zeigt. Und solange eben dieser Liquidity-Trade funktioniert, funktioniert auch Bitcoin. Aber was ist, wenn das nicht mehr funktioniert, wenn zum Beispiel die Fed irgendwann sagt, oh, und das dürfte ja absehbar sein, wir werden tapern, wir werden also die Anleihekäufe Richtung Null reduzieren oder wir werden sogar die Zinsen anheben, dann dürfte es schwieriger werden, auch für Bitcoin. Dementsprechend ist das vielleicht nicht der optimale Hedge. Da erscheint mir Gold schon etwas besser. Klar, Gold ist teilweise auch von Liquidität abhängig. Wir sehen immer wieder, wenn die Märkte richtig runterrauschen, hat es Gold auch erwischt, aber wenn man physisches Gold hat, glaube ich, ist das nicht verkehrt, sich abzusichern gegen das eine oder andere. Dann sehen wir, dass eben
durchaus, wenn die Inflationserwartungen bzw. die Realzinsen weiter nach unten gehen, dann wäre das weiter gut für Gold. Und hier sehen wir jetzt nochmal einen Vergleich S&P 500 Bitcoin Futures, dass jetzt in letzter Zeit hier die Diskrepanz ein bisschen doch gewachsen ist im übergeordneten Zeitfenster. Wir sehen, Bitcoin hat nach unten gedreht, der S&P neues Allzeithoch erreicht, dann Korrektur, dann wieder nach oben, Bitcoin noch nicht nach oben. Wir sehen, dass, wie hier McClellan zeigt, dass kurz vor der US-Wahl waren die Aktienmärkte ja sehr nervös und sind nach unten gegangen. Man wusste nicht, was kommt jetzt. Bitcoin hat das nicht mitgemacht, aber Bitcoin ist normalerweise durchschnittlich 5 Tage früher dran, was Bewegungen betrifft, in Relation zum S&P 500. Mal sehen, ob das sozusagen ein Frühindikator für das ist, was kommt. Und jetzt hat wieder mal Robert Kaplan sich geäußert, der Dallas Fed-Chef, und wieder mal gesagt, ja, es würde jetzt gesund sein, eine Diskussion über die Asset Purchases zu führen. Also welchen Sinn macht das noch angesichts dieses inflationären Umfelds? Es wäre auch klug, mal davon auszugehen, dass der Dollar nicht ewig die weltweite Währung sein könnte. Ein ziemlich ketzerischer Gedanke. Und er geht davon aus, dass in 2022, so hat er sich heute Nacht geäußert, die Zinsen angehoben werden. Immer wieder die Frage, warum sagt Robert Kaplan das? Ist er sozusagen derjenige, der die unangenehmen Wahrheiten verkündet innerhalb der Fed, und die anderen haben diesen Weichspülsprech, der letztendlich versucht, immer die Dinge schön zu reden, zu beruhigen, wir haben alles im Griff, Inflation ist transitory und so weiter und so fort. Ist er sozusagen das Orakel, das schon mal ankündigt, was kommen wird? Man hat da eine Funktion, eine Bad Guy, Good Guy Funktion, ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall immer wieder interessant. Und wenn wir gestern uns die Märkte mal anschauen, sehen wir wieder Energie 2,3% nach oben. Tech hat gestern verloren, hat aber die Verluste, wie gesagt, eingrenzen können. Wir sehen Materials nach oben, aber relativ wenig Aussagekraft bis auf Energie und Information Technology. Was da gestern passiert ist, kleines Minus bei S&P 500, Dow Jones, etwas größeres Minus, aber auch nicht dramatisch beim Nasdaq, der allerdings zwischenzeitlich etwas stärker unter Druck war. Also, es könnte jetzt für Gold nicht so schlecht aussehen, denn es wird sich an diesem negativen Realzins so schnell nichts ändern. Da müssten die Anleiherenditen schon sehr, sehr stark steigen, was nicht absehbar ist, zumindest in kurzer Zeit, nicht in dieser Geschwindigkeit. Bitcoin mal gucken, nach wie vor belastet eben durch diese Tweets von Elon Musk, diese ganze Diskussion, Energieverbrauch, Regulierung, all das ist natürlich schon ein gewisses Gefährdungspotenzial, und die Aktienmärkte, werden die das tun, was Bitcoin getan hat? Wir werden sehen. Ich wünsche jetzt jedenfalls einen wunderbaren Start in diesen herrlichen Dienstag. Ich sage Servus und Ciao.